Hallo Leute und willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Heute bringe ich euch einen ganz einfachen Basic-Trick bei. Dabei handelt es sich um den Barspin. Ein ganz einfacher Trick, wie gesagt. Den zeige ich euch jetzt erst einmal und dann erkläre ich euch, wie man den macht. Wie ihr gerade auch sehen könnt, habe ich den ganzen Skatepark glücklicherweise schon für mich, da es schon etwas später ist und die anderen schon gegangen sind. Hier in der Quarterpipe kann man den Barspin machen. Man kann den auch im Flyout machen und im Flat. Ich werde euch den Barspin kurz hier in der Quarterpipe zeigen. Hier zeige ich euch auch noch einmal die Lenkerdrehung von oben, damit ihr auch alle seht, wie man den Barspin dreht. Man dreht den Lenker bis zur Hälfte hierhin, dann seht ihr meinen Arm, der sich so etwas wölbt, dann nehmt ihr die Bar mit der anderen Hand, die andere Hand dreht sich dann einmal um den Lenker und so sieht das dann schnell aus. Wenn ihr diese Drehung gelernt habt und schon relativ gut beherrscht, könnt ihr euch schon direkt mit dem nächsten Schritt befassen. Der nächste Schritt ist nämlich, dass man erstmal im Flat sich auf den Roller stellt und die Bewegung macht. Wenn ihr das dann auch schon gut beherrscht und schnell die Bewegung machen könnt, könnt ihr euch auch schon an den nächsten Schritt herantasten. Der nächste Schritt wäre nämlich, dass ihr springt und dabei diese Drehung probiert. Das ist dann auch schon theoretisch ein Barspin. Wenn ihr weiterfahrt, ist der Barspin gelandet. Wenn ihr den dann im Flat geschafft habt oder aus dem Flyout raus beim ersten Mal, könnt ihr euch auch schon an den 180 herantasten. An sich auch ein relativ einfacher Trick. Das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, dass euch dieses kleine Tutorial zum Barspin gefallen hat und dass ihr jetzt mittlerweile auch den Barspin beherrscht. Folgt gerne meinem Kanal, drückt auf die Glocke und liked dieses Video. Bis zum nächsten Mal.